Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Gartensimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir einiges freigeschaltet. Wir haben uns ein neues Grundstück hier freigeschaltet. Da müssen wir erstmal ein bisschen mähen. Wir nehmen mal den großen Rasenmäher oder den mittleren und werden hier einmal unsere Fläche fertig machen. Vielen Dank für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Das heißt, wir werden jetzt hier auch einmal Rasen mähen. Dann werden wir hier noch ein bisschen was ansehen. Und wir müssen wieder gucken, dass wir den Lauch auf Maximum bekommen, ne? Da schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. So. So, einmal die Ecken hier fertig machen. Sieht schon mal sehr gut aus. Rasensprenger hätten wir auch schon im Angebot. Da muss ich mal gucken, inwieweit wir den schon setzen können. Ich weiß auch nicht, ob der Rasensprenger dafür gedacht ist, dass wir... Müssen wir uns gleich mal angucken. Und wir brauchen Leberbalsam. Ne? Da müssen wir hier noch ein bisschen erweitern. Das machen wir gleich. 10 Stück brauchen wir davon. Das heißt, da werden wir auch gleich mal die große Schaufel, die haben wir nämlich auch freigeschaltet, ready machen. Guck mal hier. Das sieht doch schon mal echt gut aus, ne? Lalalalalala. Lalalalalalala. Sehr gut. So. Einmal komplett Rasen gemäht, ne? Tutto completo. Dann müssen wir hier nochmal vielleicht in die Ecke. Ja, müssen wir auch ein bisschen gucken. Aber ansonsten sollte es, glaube ich, passen, ne? Vielleicht da nochmal rein. Jo. Passt. So, guck mal. Da haben wir wieder jede Menge Gras. Zack. So, dann legen wir erstmal hier noch ein weiteres Beet an. Nehmen wir mal die große Schaufel. Das Vierer-Ding hier, das können wir mal ablegen. So. Tipptopp, 5. Ach, guck mal. Ah, na, ich glaube, das ist nicht so gut. Dann nehmen wir doch lieber die kleine wieder, damit wir da bei der Größe bleiben, ne? Das ist, glaube ich, nicht so toll. Guck mal, machen wir das lieber hier wieder. Wir können auch ein Raster einschalten. Ach, guck mal, da kann man richtig schön... Ich mache das mal jetzt hier an der Seite. Da kann man richtig schöne Blumen und sowas machen, ne? Ach, herrlich. Das ist ja ein Traum. So. Sehr schön. Fertig damit. Dann würde ich sagen, holen wir mal Leberbalsam. Kaufen wir mal ein bisschen was. Da brauchen wir denn noch Beifuß. Hier haben wir noch ein paar Blümchen. Die können wir eigentlich so lassen. Habe ich den Lauch schon gedüngt? Hatte ich, glaube ich, ne? Und das müssen wir auch nochmal umbauen irgendwie. So, wir können aber auch Salat anbauen. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Was kostet denn der? 500, ne? Das ist der große Handrasenmäher und ein Pinsel. Ein Pinsel können die Farbendekoration anpassen. Mähroboter. Oh, da müssen wir noch einiges machen. Grassaat. Wo war denn das jetzt hier? Stockrosen. Hier Leberbalsam. 10 Stück. Bam. Machen wir es mal fertig. Dann holen wir uns gleich schon mal die große Gießkanne. Die können wir gleich schon mal füllen. Ach, die ist sogar schon gefüllt. Tipptopp. Können wir hier schon mal... Ja, nee. Wir müssen den Paketlandeplatz irgendwie ändern, weil das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Und ich bin immer noch auf der Suche nach dem Unkraut, ne? Ich habe das Unkraut nicht gefunden. Müssen wir nochmal gucken, nur. So. Leberbalsam. Raster einschalten. Machen wir mal ein hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich noch 9 Stück bestellt? Hä? Oder ich habe mir einfach verzählt, kann natürlich auch sein. Na ja, gut, wir bestellen nochmal ein paar. So, das haben wir auch genug. Komm, einer geht noch. Können wir hier schon mal gießen? Och, hör mal, wer hat denn den Herbert hier? Hör mal,
Das geht doch gar nicht. Wir hätten den Herbert umgehauen. Was war das denn? Wir müssen das schöner machen hier. Wir müssen das schöner machen. Das geht so nicht. Das sieht alles aus wie Kraut und Rüben. Wasser alle. So, füllen wir mal kurz auf. Dann holen wir jetzt auch mal den letzten Leberbalsam hier. In das Paket. So, Fünfer. Das haben wir gegossen. Hier auch. Das ist am nächsten Tag, glaube ich, schon wieder fertig. Ne? Das heißt, da können wir die Aufgabe auch abschließen. So, sehr schön. Dann haben wir das schon mal fertig. Da bin ich ja beruhigt. Jetzt müssen wir hier nochmal gießen. Sehr gut. So. Let's go. Das haben wir schon gegossen. Ja, geh doch weg, du Katze. Einmal auffüllen. Paprika gießen. Beziehungsweise die Aubergine ist es, ne? Das ist hier gar nicht die Paprika. So, haben wir jetzt alles fertig gegossen. Das sieht gut aus, ne? Das sieht sehr gut aus. Die Frage ist, wo ist der Unkraut? Hör mal, wo ist das Unkraut? Ich sehe es nicht. Seht ihr irgendwo das Unkraut? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare rein. Also ich habe es echt nicht gesehen. Ich bin, glaube ich, echt blind. Also ich sehe hier kein Unkraut. Also irgendwie hat das Spiel teilweise so ein bisschen manchmal die Angewohnheit, dass Sachen da sind, obwohl sie nicht da sind. Egal, wir schließen den Tag ab. Tada. Tag 24. Der Hahn kräht, die Katze miaut. So, guck mal kurz die Qualität. Brillante Qualität. Oh, guck mal, wir können es abschließen. Endlich. Endlich, meine Damen und Herren. Brillanter Lauch. Es ist ja ein Wahnsinn. Einmal. Zweimal. Zack. Fähigkeitspunkt bekommen und Aufgabe abgeschlossen. Das ist ja ein Traum. Wir ernten erst. Ah, nee, warte. Wir machen erst Fähigkeitspunkte. Auf bewässern, gib ihm. Dann mal diesen Leberbalsam hier. Warte mal, eins. Können nämlich beide Aufgaben abschließen. Und dann machen wir weiter hier. So. Und der letzte. Ich habe mir einfach verzählt. Ah, auch Aufgabe abgeschlossen. So. Ja, wir haben keine Aufgaben mehr, ne? Kriegen wir, hoffe ich, gleich wieder neue, ne? So, der Dünger ist auch wieder da. Das heißt, die können wir auch mal aufnehmen. Boah, 13 Stück. Schmeißen wir mal direkt was rein. Wir haben ein bisschen mehr Unkraut. Das suchen wir gleich mal. Plupp. Die Aubergine können wir gleich auch noch ernten. Oh, wir haben 900 Taler, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, wir könnten uns ein bisschen was leisten, ne? Ne, das brauchen wir noch nicht. Vielleicht noch einen Kompost. Oder ich baue das hier nochmal um. Oh, eine neue Aufgabe für mich. Huch. Hi, mein Lieblingsnachbar. Diesmal nerve ich dich zum letzten Mal. Ich heirate nächste Woche und ziehe mit meinem zukünftigen Ehemann in eine andere Stadt. Und natürlich brauchen wir einen Haufen Blumen für die Zeremonie. Ich bin mir sicher, du kannst uns die schönsten Blumen besorgen. Pflücke St. Paulia. Aha, 8 Stück. Okay, das ist die Aufgabe. St. Paulia. Mhm. So, hier haben wir eigentlich ein bisschen Potenzial verschenkt, ne? Ich ernte das jetzt einmal komplett. Und wir haben noch eine neue Aufgabe. Lull, gleich zwei. Wo ist der Unkraut? Haben wir noch eine. Oh, sehr geehrter Bürger. Das hat meine Erwartung übertroffen. Für die kommenden Ball benötige ich noch Blumen. Könntest du mir ein Dutzend brillanter Blumensträuße zur Verfügung stellen? Bleifuß, Gazanien und Steckrosen. Oha, Leute. Das heißt, wir müssen ein riesen Blumenbeet anlegen. Das ist ja der Wahnsinn.
So, der Bleifuß war noch nicht fertig, ne? Ach, guck mal hier. Hier haben wir mal Unkraut. Das können wir mal. Ja, gut. Ach komm, wir hauen uns weg. Muss bald sowieso wieder gemäht werden. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Oder wir müssten noch mehr Kompost bauen, ne? Vielleicht wäre das doch besser. Na, wir gucken mal. Wo sind denn die anderen beiden Unkräuter hier? Ich sehe manchmal das Unkraut nicht. Manchmal ist das echt schwierig. Da ist Unkraut, okay. Wie versteckt. Aber wo haben wir noch Unkraut? Ach, hier. Guck mal. Da wäre schon mal einmal wieder Kompost voll gewesen, ne? Ach, schade. So, was brauchen wir denn? Pflücke St. Paulia. Was ist denn St. Paulia? Was ist das denn? St. Paulia. Hör mal. Da. Ist sogar nicht freigeschaltet. Bestelle ein Feld mit 5 ausgewachsenen Prunkwinden. Geht auch noch nicht. Bestelle ein Feld mit 6 ausgewachsenen Bleifuß. Ach so. Ach, da sind sie wieder unsere Probleme, ne? Warte mal, kann ich das hier umgraben? Weil wenn, dann würde ich das nochmal neu anordnen, weil das sieht echt aus wie Kraut und Rüben. Wir machen das mal eben kurz mit der Schaufel. So, wir machen mal kurz die Gießkanne nochmal voll. Und die lassen wir auch gleich mal bei uns in der Hand. Können wir das umgraben hier? Können wir das hier... Können wir nicht, ne? Wie kriegen wir die Blumen hier raus? Umgraben, drehen. Geht das nicht? Hä? Wie kann ich denn die Blumen hier rausmachen? Weil ich will eigentlich das nicht mehr hier. Ich will das nochmal neu anpflanzen. Nah und fern. Wie kriege ich die hier raus? Brauch Wasser, ja. Wie kann ich die hier wegmachen? Ich will die eigentlich weghaben. Muss ich da wieder Gras aussehen? Warte mal, wir testen das mal kurz. Ich glaube, das wird es sein, ne? Wir testen das mal. Salat könnte man eigentlich auch machen. Wir bräuchten einmal Beifuß. Ich kaufe mal so ein Grasding hier. So, warte. Mähroboter. Oder muss ich die wegmähen? Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist eigentlich Schwachsinn. Das wär dumm, wenn er zugeben würde. Ah, doch. Es wird weggemäht. Ah, guck mal. Ah ja, okay. Gut, es funktioniert. Gut, Grasaussaat haben wir auch nochmal gemacht. Ich werde das Beet hier, das werde ich nochmal komplett neu machen. Weil das sieht einfach nicht aus, ne? Das sieht einfach nicht aus. Warte mal, wir könnten nochmal hier kurz den Kompost einmal wegstellen. Stelle ich mal kurz dahin. Dann kann ich mich hier auch nochmal mähen. Dann haben wir mich hier auch fertig. Guck mal, das sieht nämlich auch nicht gut aus, ne? So. Ich glaube, ich mache das mit dem Kompost, glaube ich, auch nochmal neu. Das wird er woanders hinstellen. Wobei, vielleicht hier noch 2 Kompostdinger hin. Dann haben wir noch mehr Dünger. Oder ich mache einen separaten Kompostbereich da hinten. So, das ist die Grasaussaat. 7. Ach, guck mal, hier können wir das dann wieder aussehen, ne? Wenn uns das zu viel wird. Gut. Das packen wir erstmal ins Lager. Können wir das hier ablegen? Oder kommt das hier woanders hin? Ach, da, Grassaat ablegen. Cool. Sehr schön. Wir haben hier 2. Zack. Und hier nochmal welche. Oh, guck mal, haben wir 3 Stück, ey. Das ist richtig viel. Das ist ja Wahnsinn. Dann haben wir das auch noch. So, warte, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Katze hier wegkriegen. Weil die stört mich nämlich da drin. So, warte, jetzt müssen wir die mal ein bisschen nass machen, komm. Ah, guck mal, das lag daran, ne? Die haben wahrscheinlich reingebaut hier, die olle Katze. Die haben wir wahrscheinlich reingebaut.
So, jetzt werde ich hier noch einmal komplett umgraben. Weil das gefällt mir nämlich hier so nicht. Da könnten wir hier gleich neue Sachen anpflanzen und haben das ein bisschen besser, ne? Ja, wir haben jetzt natürlich ein bisschen was an Aubergine verschenkt und so weiter. Aber ich finde, wenn man das hier so ein bisschen besser gestaltet. Oh, wir haben wieder Silber gefunden oder irgendwie sowas. Sehr schön. Guck mal, da haben wir ein schönes Beet angelegt. Gut. Da bekommen wir wieder Geld für. Sehr schön, guck mal. Das bedeutet, wir bräuchten hier... Was machen wir denn da? Ich würde sagen, hier machen wir vielleicht... Ich gehe noch kurz rein hier. Aubergine und Paprika. So. Wo haben wir denn den ganzen Spaß hier? Salat können wir eigentlich auch mal machen, ne? Ich glaube, da machen wir nächstes Mal noch ein neues Feld. So, Aubergine. Machen wir mal 10 Stück. Paprika. Auch 10. Und dann gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Was kostet dieser Platz hier mit der Lieferung? Warte mal. Da gab es doch irgendwie hier den Platz mit der Lieferung. Oder können wir das neu definieren? Zaun, Zaun, Fahrt, Fahrt. Wo war das denn hier? Holzrampe, Regenschirm, ui. Paketlandezone kostet 200. Kommt das jetzt hier hin? Aber warte mal, hier lag auch noch ein bisschen was, ne? Hier vorhin ist, glaube ich, irgendwas rausgefallen. Wo geht das jetzt hin? Können wir die platzieren, die Paketlandezone? Kein Platz im Inventar. Ah, okay, gut, stimmt. Wir müssen mal die Sachen hier wegpacken. Und die Schaufel. Und das hier. So, jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. So, die Katze haben wir erstmal befreit. Das ist auch gut. So. Nimm das Paket. Dann machen wir das auch mal weg. Müll. Müll. So, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel... Ach, guck mal, wir haben Raster an, ne? Raster schon mal gut. Hier machen wir die Paprika. Guck mal, 10 Stück. Dann Aubergine. Jetzt nicht einpflanzen mit dem Raster. Das verstehe ich wieder nicht. Warte mal, ich glaube, ich muss noch mal hier den... Nehmen wir mal die kleine Schaufel. 5. Ah, Paketlandezone haben wir jetzt im Inventar. Okay. Da habe ich hier irgendwas nicht richtig. 7. Ne, der will da... Wieso will der da nicht hin? Ich verstehe es nicht. Eine Aubergine brauchen wir noch, warte. Ah, da können wir gleich die Paketlandezone festlegen. 4. Ach, guck mal hier. Leute, das ist ein Träumchen. Guck mal, das können wir hier in die Ecke machen. Da kommen jetzt die Pakete an. Das ist ja ein Traum. So. Einmal Aubergine, sagte ich noch, ne? Blub. Das heißt, neuer Paketlandeplatz. Mal gucken, ob das funktioniert. Da bin ich mal gespannt. Catch. Ein Traum, meine Damen und Herren. So, neuer Paketplatz.
Platz hier. Eine Aubergine. Die pflanzen wir hier nochmal. So, da muss ich die Steine nochmal ein bisschen versetzen. Jetzt kein Thema. Nein. Manchmal ist das Raster echt komisch, oder? Ich mache das jetzt einfach händisch. Dann graben wir da gleich nochmal ein Stückchen um. Dann haben wir das neue Beet quasi auch fertig. Guck mal. Dann machen wir das auch noch. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich wie immer fürs Einschalten, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar von der Idee, dass wir das jetzt hier ein bisschen neu machen. Ich bedanke mich. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Huch, der Fred. Euer Homer.